Wir haben schon erlebt jetzt am dritten Tag dieses Parteitages, dass die Botschaften hier deutlich schärfer werden, dass der Ton aggressiver wird. Und es war ja auch klar, dass das nicht anhalten kann. Also diese Versöhnungsbotschaft, die Trump ausgesendet hat nach dem Attentat. Weil natürlich geht es hier um die Macht. Es geht darum, Joe Biden oder wer auch immer antritt für die Demokraten, von der Macht zu verdrängen. Und ich glaube, das ist das, was den Parteitag bis zum Ende bestimmen wird. And so tonight, Mr. Chairman, I stand here humbled and I'm overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. Now, Joe Biden has been a politician in Washington for longer than I've been alive. For half a century, he's been the champion of every major policy initiative to make America weaker and poorer. And in 4 short years, Donald Trump reversed decades of betrayals inflicted by Joe Biden and the rest of the corrupt Washington insiders. And just imagine what he's going to do when we give him 4 more years. Also man hat hier gesehen, dass Donald Trump die Partei vollkommen unterworfen hat. Die, die mit Trump nicht einverstanden sind, die schweigen hier einfach oder kommen nicht hin. Es gibt auch viele Politiker, die hier einfach nicht erschienen sind, zum Beispiel Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident. Aber offene Kritik gibt es hier überhaupt nicht. Ich glaube, die Gegnerschaft von Donald Trump ist hier wirklich zu einer Minderheit geschrumpft, zu einer Minderheit, die sich auch nicht mehr offen äußert. Es sind Leute, die darauf hoffen, dass Trump abgewählt wird, dass ohne Trump eine neue Ära beginnt. Aber ich glaube, auch das wird schwierig sein, weil das Interessante an diesem Parteitag ist, dass Trump mit J.D. Vance einen Vizepräsidentenkandidaten ernannt hat, der letztlich die MAGA-Bewegung in die Zukunft führen soll. I come from the Trump base. Wir sind jetzt hier bei einer Veranstaltung von Republikanern, die gegen Trump sind. Und wir wollen wissen, wie empfinden Sie eigentlich diesen ganzen Trump-Kult auf diesem Parteitag? Well, the main problem for conservatives like me is we don't have a home. We don't want to worship a dictator and we're not a Democrat. So we're in the middle. We're homeless right now. I think that that he is unstable and that is not what our markets need. It's not what our families need. It's not what our businesses need. I used to support him. Then I found out he wants to be a dictator and he's a thoroughly horrible human being. So I very publicly turned against him. For me, the definition of the word Republican has literally been turned on its head. And so we can talk to Republican women and say, listen, this isn't your Republican Party. We know that you feel homeless and it's okay to not vote for the Republican candidate. I believe Donald Trump is an existential threat to our democracy. Right now, only the Democratic nominee can beat Trump. So I'll vote for the Democratic nominee, no matter who it is. It doesn't matter. We originally had 4 folks on this panel. 2 of them withdrew from the panel after the attempted assassination because they were afraid that expressing dissent against Trump here in Milwaukee this week could be dangerous.